Es sind jetzt gut 10 Tage vergangen, als ich mein Buch kostenlos auf meiner Webseite zur Verfügung gestellt habe. Ich habe auch ein Video dazu gedreht. Das war mein letztes Video, wo ich auch den Grund erklärt habe, warum ich das auf meiner Webseite frei zur Verfügung gestellt habe. Nun, nachdem ich jetzt die letzten Tage auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, meditiert habe und auch mit Freunden über das Ganze gesprochen habe, habe ich mich jetzt wieder dazu entschieden, das Buch rauszunehmen, die PDF-Datei von meiner Webseite, und es natürlich auch für eine kleine Aufwandsentschädigung herauszugeben. Und das heißt, für die Leute, die da noch wirklich Interesse haben, können mich gerne per E-Mail anschreiben. Hat einfach aus dem Grund, dass halt doch da gewisse Arbeit dahinter steckt, die ich mir auch wirklich gemacht habe. Und ja, wir leben halt einfach in einem System, da in dem man halt wirklich auf Geld auch angewiesen ist, um im Leben auch hier jetzt zum Beispiel führen zu können. Und ich möchte jetzt auch wirklich das Geld unter anderem auch dafür nutzen, damit ich halt einfach mehr Zeit habe, mir ein bisschen mehr Freiraum gibt, dass ich auch das Buch jetzt nochmal grammatikalisch ja, überarbeiten kann, auch natürlich mit Freunden, die mir dann auch wirklich unterstützen, oder andere Menschen, die sich dann auch wirklich dann auch dafür die Zeit nehmen, mir zu helfen, das Werk zu vollenden, dass wir das dann auch letztendlich auch drucken können. Also das sind einfach die Kosten, die noch auf mich zukommen, und da würde ich halt auch gerne dann diese PDF für eine Aufwandsentschädigung herausgeben, damit ich einfach das Geld für eine Reinvestierung in das Projekt und auch in das Buch stecken kann, dass ich es dann letztendlich drucken lassen kann und eine vollende Endversion habe. Momentan ist es halt wirklich ja, die erste Rohfassung, die ich einmal Korrektur gelesen habe, aber ich bin kein Autor, ich habe das auch nicht gelernt, hatte auch sehr viele Rechtschreibschwächen oder beziehungsweise Schwächen in Deutsch, und daher kommen halt auch sehr viele ja, Grammatik- und Satzbaufehler, die halt ein bisschen den Lesefluss stören. Inhaltlich gesehen ist das Buch für mich fertig, es ist abgeschlossen, und wenn es euch jetzt zum Beispiel wenig interessiert, ja gut, die Rechtschreibung macht mir wenig aus, mir geht es um das Inhaltliche, ihr könnt es dann jetzt schon als digitales Format lesen. Das hier ist die schwarze Birne, wie ich sie damals bekommen habe. Ist aber eine birnenförmige, eher bräunliche Tomate. Habe aber nachgeschaut, dass die wirklich so bräunlich ist anstatt schwarz. Ich weiß jetzt nicht, warum man den Namen ihr gegeben hat. Und dieses Jahr ist sie halt jetzt doch ein bisschen mehr ertragreicher. Also die hat jetzt ein bisschen mehr größere Früchte als letztes Jahr. Und bin mal gespannt, wie sie jetzt schmeckt. Die ist sehr spät jetzt bei mir in der Reife gewesen, und ja, ich möchte einfach mal schauen, wie sie sich dieses Jahr so ein bisschen entwickelt hat. Hier habe ich eine interessante Sorte, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Also hier unten kann man sehen, dass sie so Feuerfarben abfärbt. Hier unten. Und dass sie halt oben am Kopf oder an den Schultern schwarz ist. Also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie der Name lautet, aber ich gehe davon aus, weil sie oben schwarz sind, weil diese schwarzen Tomaten mit einem hohen Anthocyananteil, die sind eher neue Züchtungen, also muss es eher eine neuartigere Züchtung sein. Also ich habe zum Beispiel die Beauty King im Anbau, das könnte sie sein, weil sie auch die ähnliche Abfärbung hat. Also auch so Feuerfarben und oben schwarz, das könnte charakteristisch für sie sein, aber ich hatte sie damals als, die sind normalerweise so Salat, mittelgroße Salattomaten, deswegen hatte ich sie so nicht in Erinnerung. Vielleicht ist es auch eine Kreuzung, ich weiß es nicht. Hier habe ich jetzt eine rosafarbene Tomate. Ich weiß jetzt nicht ganz genau den Sortennamen, aber die ist halt sehr interessant von der unteren Musterung her. Hat so gelbe Streifen.
Ist auch eine sehr schöne Tomate, schön saftig, schmackhaft. Und die müsste ich auch das erste Jahr im Anbau haben. Könnte die Babushka sein, weiß ich nicht. Ich habe so viele Sorten, die ich ertauscht habe. Und ja, manchmal ist es auch nicht schlimm, wenn man nicht weiß, welche Sorten der Name da einfällt. Hauptsache, ich habe das Bild, das Foto oder das Video vor mir, beschreibt die Tomate, wie sie mir schmeckt, zum Beispiel, wenn ich nicht mehr weiß, wie die Sorte ganz genau heißt, und schreibt das dann auf den Umschlag bzw. auf den Kuvert, wo ich dann die Samen abfülle. Aber wie gesagt, das ist eine sehr interessante Tomate, wie ich finde. Das hier ist jetzt nicht mehr die grüne Moladesche, sondern mehr oder weniger die goldene Moladesche. Also die war so lange in der Sonne, dass sie dann wirklich so goldgrün abgefärbt ist. Das ist sehr interessant und ich werde die jetzt dann auch ernten. Die ist bestimmt schön schmackhaft und süß. Die grüne oder goldene Moladesche. Also hier im Kübel zwischen den beiden Tomatenpflanzen hier, das ist die Orange Russian, denke ich. Und die weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, habe die Beschriftung ein bisschen verplant. Aber hier ist eine Tomate wild aufgegangen vom letzten Jahr. Und in dem Kübel hatte ich auch Tomaten. Und das war da die Blue Pits, die hier gewachsen sind. Und ihr könnt halt sehen, dass es so eine kleine schwarze Cocktailtomate ist. Ähnlich wie die Indigo Rose. Aber nur ein bisschen kleiner. Ist halt hier oben schwarz, unten rötlich. Es hat so eine neuere Züchtung mit hohem Anthocyananteil und die ist halt sehr schmackhaft, wie ich finde. Sie ist auch sehr süß und ich mag die Blue Pits richtig sehr. Schaut euch mal dieses Prachtexemplar an von einer Ananastomate. Also wenn ich meine Hand drunter halte, ist schon wirklich ein Mörderding. Also ich denke mal so um die 800 Gramm wird die Tomate hier haben. Ich lasse jetzt noch ein bisschen reifen. Geduld ist nämlich eine Tugend. So, das ist jetzt die Ananastomate, die ich ernten durfte. Wirklich schön vollreif war sie und süß. Die kam jetzt auf die Waage und die hat ganze 800 Gramm gewogen. Also es war wirklich dieses Jahr einer meiner schwersten Tomaten, die ich ernten durfte. Und mir gefallen hat einfach diese Tomaten in dieser Farbe, genauso wie hier. Die Tomate, die ihr hier jetzt sehen könnt, ist die Plan 9 from Outer Space. Habe ich das erste Jahr im Anbau und ich muss wirklich sagen, dass das einer meiner Lieblingstomatensorten dieses Jahr ist. Hier jetzt ein Exemplar von der Königsblüte. Schaut vom Äußerlichen her jetzt nicht ganz so schön aus, aber ich muss sagen, mir gefällt einfach die Musterung, die Farbe. Und das ist wirklich eine sehr schmackhafte Tomate, wie ich finde. Diese gelbe Tomate hier ist die Dixie Golden Beefsteak Tomate. Auch eine sehr große Tomate, die große Früchte bildet. Das hier ist jetzt die grüne Moladesche, eine russische Sorte. Die ist auch einer meiner Lieblingssorte, hatte ich das letzte Jahr auch im Anbau. Ist wirklich süß und aromatisch. Diese Tomate hier ist auch wieder so eine der besonderen Musterungen, wie sie mir halt auch gefallen. Das hier ist jetzt die Polarlicht, auch eine Sorte, die ich das erste Jahr im Anbau hatte und ähnlich wie die Plan 9 from Outer Space, wirklich eine sehr süße und wirklich eine unbeschreibliche Sorte vom Geschmack her, wie ich finde. Also ich kann es nicht bereuen, die beiden Sorten dieses Jahr mit in meinen Anbau oder in meine Sortenliste aufgenommen zu haben. Und das ist wirklich, solche Tomaten gefallen mir einfach richtig gut, diese Ananastomaten oder die beiden Sorten. Die sind wirklich ein Gaumenschmaus und auch zu empfehlen. Das hier sind jetzt, ist glaube ich die Ananas Noir, also diese dunklen russischen Sorten, sind auch wirklich einer meiner Lieblingstomaten. Und ja, was soll ich einfach dazu sagen? Ich baue gerne diese schwarzen Tomaten ebenso an, weil sie auch was ganz Besonderes sind, findet man ja sehr selten im Supermarkt, ebenso wie die anderen beiden natürlich. Diese kleine süße herzhafte Cocktailtomate ist die Black Cherry, die kennen sehr viele Leute, ist auch sehr verbreitet, ist eine unglaublich süße Cocktailtomate, die ich wirklich sehr empfehlen kann.
Leider bin ich auch von manchen Tomatensorten nicht so begeistert wie hier von der Cherokee Draft Tiger, ebenso wie die weiße Zucker, die jetzt hier zu sehen ist. Hat mich jetzt wenig begeistert, habe ich schon das zweite Jahr im Anbau und die schmecken mir einfach fad und ich weiß auch nicht, was an der Sorten so liegt. Das weitere, was ich sehr empfehlen kann, ist die Tomatensorte hier, habe ich auch das zweite Jahr im Anbau, ist ähnlich ja diese russischen Sorten und ist halt so eine bienenförmige Bauerntomate, weil ich halt die Sorte einfach nicht mehr kenne. Und hier habe ich jetzt zwei Tomaten, die ich letztes Jahr im Kübel angebaut habe. Das ist hier so eine kleine Cocktailtomate gewesen, die habe ich Rosa Kübel genannt. Und das hier ist einfach die Herztomate von meinem Vater, die jetzt hier ein bisschen größer gewesen ist, weil die am Stab aufkultiviert worden ist. Das hier ist die Big Rainbow, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, weil ich so viele Sorten habe und bei der Anzucht ist so viel durcheinander gekommen mit der Beschriftung. Und ich habe so viele ähnliche Sorten, da weiß ich manchmal auch nicht mehr, ob das dann wirklich die Tomaten sind, die auf dem Schild stehen vom Namen her. Zum Beispiel bei der hier weiß ich auch nicht mehr genau, wie der Name oder die Sortenname heißt. Konnte ich auch nicht in einem Tomatenlexikon herausfinden, auch vom Aussehen her. Und deswegen tue ich sie dann einfach vom Geschmack her auf den Zettel aufschreiben, wenn ich dann Saatgut von den Tomaten nehme. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine rosa Pflaumentomate. Da weiß ich auch zum Beispiel den Sortennamen einfach nicht mehr. Hier die Sergeant Peppers, schmeckt mir auch eher weniger. Ist halt eine interessante Sorte, weil sie schwarz abgefärbt ist. Und ebenso interessant ist, finde ich, auch die Reisetomate hier, weil man hier so die Stücke abbrechen kann. Nach und nach, als ob man unterwegs auf einer Reise ist. Hier nochmal die Familiensorte von meinem Vater. Auch wie die Rosa, eine sehr süße und schmackhafte Sorte. Das hier ist die Torburns Terracotta, schmeckt sehr würzig. Und das nochmal in einem Profil, die Herztomate vom Vater und das hier ist die Cherokee Green. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und bitte dann auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt. Somit wird mir immer mehr Aufmerksamkeit zugute und der Kanal wächst stetig weiter. Und natürlich findet ihr auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt unten in der Videobeschreibung sowie auf meiner Webseite unter Unterstützung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!